Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel Rolpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 16. Wow, wir rocken hier in unserem neuen Versteck. Wir rocken hier ein neues Versteck, ne? Wir befinden uns 5 Jahre nach den Ereignissen von vor 5 Jahren, als wir den Kristall hier umgenietet haben von hier, oder? Nee. Doch. Jetzt mit der... Jetzt die Wand da weg, genau. Ja, wir haben den Kristall hier von kaputt gehauen, ne? Von, sieht man da, wie das heißt? Nee. Und ja, Cid ist gestorben im vorletzten Part. Wir haben den Namen von Cid angenommen. Wir sind jetzt im neuen Versteck. 5 Jahre sind vergangen und ja, einige Sachen sind passiert, ne? Wir müssen zu Marthas Rast, weil, habe ich vergessen, aber wir machen erstmal die Nebenquest hier. Wir müssen nämlich dornige Disteln auftreiben. Und ja, nachdem wir damit fertig sind, geht es weiter mit der Story. Ne? Das ist die einzige Quest, die wir hier noch machen. War schon immer hier so dunkel. Ich glaube, Jill und Torga sind auch hier. Und ja, cool. Ich gucke gerade, was hier laden. Ach, jetzt auch Marthas Rast. Und zwar direkt dahin teleportieren. Der murmelnde Moor. Ja, die Frage ist jetzt natürlich, hat sich jetzt irgendwie was verändert oder ist das hier eigentlich genau das gleiche, ne? Nur halt spirituell sind hier 5 Jahre vergangen, aber es hat ja immer noch die gleiche Ebene und also was. Ich weiß es nicht. Ich meine, wir waren hier mal, ne? Was bist du? Einfacher als Baumstämme zu schleppen. Mich wohl zu früh gefreut. Ah, ein paar Gegner, kein Problem. Oh. Ich finde gut, dass man die so sammeln kann. So, wir haben übrigens auch Ramo jetzt, ne? Aua, aua, Mann. Oh, das sind die Disteln. Doch, da werden irgendwie Nüsse oder so. Weiß nicht so. Okay. Das war ziemlich einfach. Außer der Kopf gewandt. Distelwachs. Oh. Mehr als das wird Obolus kaum benötigen. Oh, stimmt. Ich habe jetzt hier Klamotten, ne? Ich habe diese ganzen Sachen hier ausgerüstet, ne? Mehr Geld, mehr Erfahrungspunkte und mehr FP. So, kann ich mal da oben hin zu dem Moor? Wie stark seid ihr? Ich glaube nicht, dass die stärker geworden sind, ne? Lass mich noch mal hier vorbeischauen. Jetzt sind ja jetzt an einigen Orten irgendwie andere Sachen, ich weiß es nicht. Wir sind ein paar Skorpione, aber ehrlich. Oh, Krebse. Wollte mal fällig. Jetzt weit entfernt. Ja, ich sollte vielleicht damit mal den Angriff einleiten. Jetzt lohnt sich das auch erst hier irgendwie zu leveln, ne? Jetzt wo ich diese ganzen Klamotten habe. Das ist immer so eine Sache, ne? Wenn du so Ausrüstungsgegenstände hast, die irgendwie deine Dinger erhöhen, ne? Dein Erfahrungs... die Erfahrung, die du bekommst, wenn das irgendwie durch Ausrüstung erhöht wird, ne, da muss ja immer so darüber denken, oh, will ich mir jetzt gute Ausrüstung hier ausrüsten und mir die Kämpfe schwierig machen, oder will ich mir diese Klamotten hier anziehen, um später stärker zu werden, ne? Will ich jetzt stark sein oder später, ne? Aber rückblickend bedacht, es ist eigentlich nur logisch, jetzt hier diese ganzen Sachen auszurüsten,
Ich werde hier gestartet, obwohl er da unten ist. Es gibt wirklich keinen Grund, die Sachen jetzt auszurüsten, nicht auszurüsten, ne? Also das ist der früheste Moment, in dem wir hier bekommen können, nehme ich an. Das heißt, jetzt können wir das meiste daraus holen. Willkommen zurück, Sid. Ja, was geht? Das ist genau wie in Fallout 3, da gab es auch so ein Skill, wo man irgendwie 3 mehr Skillpunkte pro Level abbekommt, ne? Und den muss man so früh wie möglich nehmen, damit man auch über die Level-Ups halt am meisten bekommt, ne? Wenn er auf Level 19 oder so bekommt, dann ist das nicht so gut. Aber nämlich nur 11 Level-Ups, glaube ich, oder 2 oder 1. Ich weiß gar nicht mehr, was das Maximum Level ist. Ich glaube 30 in Fallout 3. Wie ein Schokobo-Arsch. Aber der Argo wird's egal sein, solange das Zeug ihren Kiel über den Wellen hält. Argo? So heißt dein Boot? Interessant. So hieß mein Vater. Bevor die Fäule kam, war der Alte auch ein Fährmann. Jetzt habe ich nur noch sein Boot. Und das wird weiter segeln. Dank dir, Sid. Mach ich doch gerne. Jetzt ja auch hier meine Erfahrungspunkte und so. Ich weiß gar nicht, worauf sich das hier so alles. Oh, was ist das da unten? Da. Ich wusste aber ein paar Neues. Abzeichen der Stärke plus 1. Erhöht den Angriffswert um 12. Und das ist jetzt maximal verwirrend. Konnte man das aufrüsten? Ich weiß das gar nicht, ne? Abzeichen der Stärke plus 1, ne? Und dann gibt es Abzeichen der Stärke, ne? Oder hat er aufgerüstet? Ne, hat er nicht. Ist so dämlich gemacht, ne? Gib mir doch einfach ein neues Ausrüstungs... eine neue Ausrüstungsklamotte mit einem neuen Namen und so. Weil das ist ja wohl übelst nervig gemacht. Na gut, dann sind wir ja fertig, ne? Dann müssen wir uns hier auf zur Hauptquest machen, ne? Wir müssen zum Marfas Rast. Ich weiß nicht mehr wieso, weil ich wohl nicht so gut bin, in der Story aufzupassen. Aber wir müssen dahin, ne? Wir müssen irgendwie. Was ist hier passiert? Verdammt! Wo sind die Fluchbrecher? Ja, die müssen wir finden. Ich weiß noch nicht wieso. Am besten bleiben wir erstmal hier. Die Soldaten von der Garnison sind vielleicht noch in der Nähe. Suchen wir die erstmal einen Heiler. Warte, ich glaube, ich habe mir was verstaucht. Ist die Fäule hier? Sid? Was machst du denn hier? Otto war besorgt. Er meinte, ihr braucht vielleicht Hilfe. Zu Recht, wie es scheint. Das kann man wohl sagen. Die Soldaten sind hier regelrecht eingefallen. Fast niemand blieb verschont. Martha hat anscheinend versucht zu schlichten. Aber dann wurde sie kurzerhand in Ketten gelegt und... Ja, die ist entführt worden oder irgendwie sowas, ne? Wohin? Die Spuren, ohne was gesagt zu haben. Zum Kloster, wo Marthas Träger versteckt sind. Diese Mistkerle. Wir nehmen die Verfolgung auf. Kümmert ihr euch um die Leute hier? Alles klar. Ach, da ist noch was. Einer der Männer sagte mir, dass die Soldaten eine Säuberung erwähnten. Ah, verdammt. Mehr weiß ich auch nicht, aber es klingt nicht gut. Seid vorsichtig, ja? Ach, die wollen nur den Laden sauber machen, ist doch nett. Ja, ich weiß nicht, was diese andere Währung ist, die wir bekommen. Ist das irgendwie Respekt oder irgendwie sowas? Cole hat recht. Das war keine Kneipenschlägerei. Da steckt mehr dahinter. Aber eine Säuberung? Träger sind kaiserliches Eigentum. Die Garnison allein wäre dazu nicht befugt. Also sind die Befehle von weiter oben gekommen. Wir müssen uns von so einer Entfernung unterhalten. Ja, ist ja gut, ich gehe ja schon. Lass mich mal checken, was der Laden hier hat. Ich nehme mal genau die gleichen Sachen wie wir ja mittlerweile schon festgestellt, ne? Die Läden teilen sich irgendwie so ein bisschen das Inventar, ne? Was brauchst du? So, immer noch ein Gaia-Schwert. Bastard-Schwert.
Denke ich auf einen Effekt von Steinhaut Honeckers um 30 Sekunden. Ich benutze die aber nicht. Bis irgendwann. Oh Gott. Reiß dich zusammen. Ja, ich kann ja nicht abkürzen, sehe ich gerade. Ich habe gedacht, vielleicht finde ich da irgendwie so einen Schnellreisepunkt. Aber nein, muss ich mal zu Fuß. Alle an Bord. Ja, Gott. Söhne Martha auch nur ein Haar krümmen, steche ich sie an. Mach du das? Das ist die Atmosphäre ja gerade so düster. Oh ja, das muss ich so am Anfang des Kampfes mal einsetzen, ne? Das ist übrigens voll merkwürdig, ne? So die Art, wie du meinst. Ich muss Kreis drücken und mit dem linken Analogstick. Ich muss doch gar nicht gedrückt halten. Okay, das macht es, glaube ich, einfacher. Aber ich habe die ganze Zeit gedrückt gehalten und damit den rechten Analogstick gezielt. Ne, aber man muss ja gar nicht gedrückt halten, sehe ich gerade. Okay, macht es, glaube ich, ein bisschen einfacher. Jetzt muss ja irgendwie voll deine Finger verknoten. Da vorne. Martha, bist du verletzt? Mir fehlt nichts. Ihr müsst schnell zum Kloster. Dort sind alle in Gefahr. Erzähl uns, was passiert ist. Es war schrecklich. Diese verdammten Schwarzschilde sind eingefallen. Die Schwarzschilde? Die Bastarde haben entdeckt, was der Abt und ich dort machen. Sie wollten uns schon hängen. Da haben sich die... Oh, der ist sowas von tot. Gequält. Die Armen stürzten sich auf die Kaiserlichen. Und im Chaos habe ich es irgendwie geschafft zu flüchten. Dann können wir vielleicht noch was tun. Martha, schaffst du es allein zurück zur Rast? Cole und die anderen Fluchbrecher sind dort. Ich denke ja. Ich danke dir, Clive. Ah, ja, der eine Typ ist sowas von tot. Das ist ja wohl ein schlechter Scherz. Es hat in Rosaria immer nur einen Schildorden gegeben und der hat alle Bürger verteidigt. Das ist wirklich grotesk. Selbst für Sandbreck. Ich kann 8 Leute anvisieren. Genau, irgendwie nichts an Schaden so. Ich habe gesehen, die hatten irgendwie so Blitze. Jemand hat es irgendwas, ne? Ja, vielleicht kann ich nicht anvisieren, weil Chocobos sind, ne? Die muss man ja normalerweise erstmal triggern. Aber ja, ich glaube, Raben sollten wir immer so als erstes ausrüsten, um den Kampf einzuleiten. Muss ich mir so eingewöhnen. Also, ja, der Abt ist sowas von tot, ne? Das sehe ich doch jetzt schon. Ich glaube, wir brauchen mal. Sind wir zu spät? Vielleicht ist drin noch jemand. War er das? Oder ist das ein Träger? Hallo? Ja. Ja, ist auch ein Träger. Nein. Verdammt. Ich dachte, ihr wärt alle schon verbraucht. Oh, Mörder. Ihretwegen haben die Träger sich... Halt. Die gehören nicht dazu. Ugh. Diese Wirtshure muss sie geschickt haben.
Sich mit Feinden des Kaiserreichs zu verschwören, ist ein schweres Verbrechen. Und Verbrecher gehören bestraft. So will es das Gesetz. Auf unsere Klingen schwören wir, zur Nacht zu werden, um Schatten zu töten. Okay. Auf dass die Sonne neu erstrahlt. Und du nennst dich einen Schild! Hast du keine Ehre? Clive. Das haben wir gleich. Jetzt wieder sammeln. Dann noch mal auf die schießen. Ich kann ihn irgendwie nicht treffen. Die Angriffe von Ramu sind ein bisschen lahm. Ich habe voll schnell getroffen, war. Berauscht. Okay. Von was bin ich denn berauscht? Von dem Sieg? Waren das jetzt alle? Ich denke schon. Auftrag abgeschlossen. Dunkle Wolken und noch mehr, was auch immer das ist. Der Hauch des Windes. Was habe ich zum erneuten Einsatz von Krallenstunden? Ist jetzt nicht so notwendig, finde ich. Der Abt war nicht dabei. Ich kann sowieso nichts ausrüsten. Ich meine ganzen Erfahrungsdinge ja haben will. Warte mal, was der Abt hat überlebt? Ich dachte, das war ziemlich offensichtlich, dass er nicht überlebt hat. Da waren das Eisigträger, ne? Oh nein, wer hat das kommen gesehen? Die Träger wollten ihn beschützen. Der letzte Zug Äther hat ihnen allen den Tod gebracht. Clive, nicht allen. Wir sind Freunde von Martha. Wir wollen helfen. Sind die Bastarde... tot? Ja. Jeder einzelne. Leider nur die hier. Bald schicken sie neue. Das Töten geht weiter. Rosaria wird untergehen, wenn wir nicht handeln. Findet Sid. Er muss uns helfen. Und bitte, dankt Martha von uns. Ich, das werde ich. Sid, wo bist du? Sid! Hier drin! Hier ist ein Überlebender. Du bist wer? Clive. Er ist tot. Korrektur. Hier war ein Überlebender. Kann mal was Schönes passieren in diesem Spiel. Wir haben nur schlimme Momente. Können wir nicht einen fröhlichen Moment mal haben? So ein Ende hat niemand verdient. Nein, das stimmt. Doch es war ihre Wahl. Sie wussten, welches Schicksal sie erwartet und haben trotzdem Magie eingesetzt, um für ihre Beschützer zu kämpfen.
Martha ist die Flucht nur gelungen, weil die Kranken sich aus den Betten auf die Soldaten gestürzt haben. Die Überreste der Träger. Wir sollten sie dem Meer übergeben. Hier gibt es eine Zugbrücke. Redoxsprung. Die Strömung dort ist stark. Der Abt hätte den Staub dort sicherlich verteilt und eine Segnung gesprochen. Ich schicke einen unserer... Ich gehe. In Ordnung. Cole und ich werden uns um den Rest hier kümmern. Auftrag angenommen. Ah, ein paar sterbliche Würste. Na gut. Dann schippen wir die mal ins Meer. Wenn es sonst nichts ist. So. Mal kämpfen. Okay, dann kommt her. Falscher Angriff. Wäre mich ja nicht einfach ignorieren können. Ne? Ihr müsst ja unbedingt kämpfen. Ne? Was habt ihr davon? Das hier habt ihr davon. Ja. Habt ihr davon. Meine Güte. Da geht's nicht lang. Ja. Warte nicht. Das sieht mir wieder nur so ein bisschen wie Filler aus, ne? Ja. Ich dachte, die verwandeln sich zu Stein und werden nicht zu Asche. Also. Ach, die werden versteinert. Ups, ist das ein Ariman? Zu ein Ariman. Sieht aus wie ein Ariman. Ariman, Rang C. Was? Okay, ist irgendwie berüchtigte Gefahren. Ab und zu wird Clive Kreaturen treffen, die einen stärkeren Gefährlichkeit als allen anderen betreffen. Er muss sich solchen Kämpfen nicht stellen und kann jederzeit aus ihnen fliehen. Doch diese berüchtigten Gefahren zu umgehen bringt nicht nur Ruhm ein, sondern auch seltene Materialien, mit denen Ausrüstung hergestellt oder verbessert werden können. Okay. Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, her damit. Ich kann ihn nicht anvisieren. Hat kotzt mich gerade ein bisschen an. Also ich muss die Kamera immer auf den. Ich kann jederzeit flüchten. Ich sehe irgendwie hier so ein. Ich sehe irgendwie hier so ein Kreis. Ja, vielleicht kann man jetzt grün. Also vielleicht kann ich ja davon flüchten. Weißt du? Was hat? Da habe ich mal allein gehalten. Okay, irgendwie kann ich mich den nicht nähern. Boom, einfach reingegangen. Also sind das hier irgendwie so Miniboss oder so Kopfgeldjagd oder irgendwie sowas, ne? In dem Spiel. Euer Ariman sind auch bekannte Final Fantasy Gegner. Auch immer so fliegende Augen, ne? Ja, sehr gut. Sei es gar irgendwie habe ich immer so im Gefühl, hat man, dass ich jeden Zauber damit einsaugen kann, ne? Geht aber natürlich nicht. Ich nehme an, der ist irgendwie so halb geskriptet, ne? Das Spiel will einen irgendwie so sagen, so hör mal, wir haben jetzt hier diese Sachen, ne? Gott. Was? Ich habe jetzt eigentlich nur noch mehr Angriffe, die ich auf die Gegner draufballern kann, ne? Todesurteil.
Ach, da ist dieser Angriff. Wenn ich die ganze Zeit ausweichen kann. Ich nehme an, wenn ich lang genug da drin bleibe, dann erleide ich irgendwie Todesurteil. Das bedeutet, irgendwann sterbe ich dann, wenn irgendwie ein Timer abgelaufen ist. So läuft das normalerweise. Jetzt habe ich den wieder. Oh. Ich habe nicht gesehen, dass du mal auf mich geschossen hast, aber okay. Schlechtes Timing. Oh, okay. Das heißt, dieser Ring wird immer noch da sein. Vielleicht gehe ich. Toll. Berüchtigte Gefahr gebannt. Oh ja, das ist eine Menge Zeugs. Was? 6000. Ja, ich sehe halt die ganze Zeit. Den darf man streicheln. Ich nehme an, der ist jetzt größer, ne? Von daher. So, das bedeutet natürlich, ich sollte mir vielleicht ein bisschen an einigen Orten dann noch mal umschauen, ne? Um zu gucken, ob ich solche Gegner finde. Obwohl, vielleicht wird jetzt irgendwie. Vielleicht habe ich jetzt bald irgendwie so eine Funktion oder so freigeschaltet, so im Sinne von, oh, du hast jetzt alles schon geöffnet. Du hast jetzt, weiß nicht, vielleicht kriege ich ja jetzt irgendjemanden irgendwie im Versteck, der mir irgendwie sagt, wo solche Viecher rumlaufen, ne? Ja, habe ich so ein bisschen an Final Fantasy 12, weil da war halt so unglaublich dämlich gelöst, denn da gab es auch irgendwie so Kopfgeldjagden, so klaren Aufträge oder so. Und da hatten die manchmal echt irgendwie so Sachen, da kommt es ja irgendwie gar nicht drauf. Ja, waren gar nicht Clown-Aufträge, aber waren auch so exotische Monster. Die hatten auch irgendwie so voll verzwickte Sachen und so. Ja, geh auf die Klippe und schau von da aus da runter und dann da unten taucht das Viech auf. Ja, warte an diesen Ort für 10 Minuten und dann taucht irgendwann das Ding auf. Ja, besieger 10 von dieser Gegnerart. Dann taucht irgendwann diese super Version davon auf. Ums Kloster. War voll übertrieben kryptisch. Alles erledigt. Die Leichen wurden verbrannt. Gehen wir zurück. Cole macht sich Sorgen um Martha. Wenn wir die Leichen dann nicht auch hier reinbringen müssen, okay. Wenn wir die Leichen nicht auch hier packen sollen. Okay, also Martha sagt ja. Dann weiß ich ja, weil ich irgendwie so offscreen tun kann, ne? Kann mich so ein bisschen umschauen, wo ja so Gegner sind, ne? Am besten bleiben wir erst mal. Außer ich krieg irgendwie was mir sagt. Hör mal, da sind jetzt Viecher aufgetaucht. Das wäre natürlich besser. Sie sind alle tot, oder? Leider. Ja. Mit letzter Kraft hat einer von ihnen dir für alles gedankt. Es war nicht genug. Ich hätte sie besser beschützen sollen. Cole hat mir auch den Rest erzählt. Ich danke dir. Es ist meine Schuld. Das werde ich mir nie verzeihen. Wieso? Wer hätte das geahnt? Ich schon. Aber ich habe es einfach nicht wahrhaben wollen, ich törichte Frau. Die Gerüchte fingen vor Monaten an. Von dunklen Gestalten in Rüstungen, die nachts in die Dörfer kämen und schlafenden Trägern die Kehlen aufschlitzten. Aber ich dachte, diese Schauergeschichten hätten die Kaiserlichen in die Welt gesetzt. Denn wer hilft schon Trägern, wenn er Angst vor dunklen Rittern hat, die Verräter gleich mit umbringen? Es klingt ja auch vollkommen absurd, wie diese Schwarzschilde vorgehen. Ist skrupellos. Allerdings frage ich mich, wozu all das? Meine Mutter steckt ganz klar dahinter. Nur verstehe ich nicht, was sie bezwecken will.
Ich dachte, ihr Hassträger. Was auch immer im Kopf dieser Frau vor sich geht, kann und will ich gar nicht wissen. Allerdings brauche ich starke Kämpfer, die uns Schutz bieten können. Je mehr, desto besser. Wenn diese Schwarzschilde glauben, ich sehe tatenlos zu, wie sie alle einschüchtern, dann irren sie sich gewaltig. Ach, ehe ich's vergesse, ein Stolas von Otto ist kurz vor euch angekommen. Ich soll euch ausrichten, dass Gerf zurück ist. Dann gehen wir besser. Du kommst zurecht, Martha. Wir können noch ein wenig bleiben. Nicht nötig. Das nächste Mal bin ich für die Mistkerle bereit. Wobei ich sicher nicht Nein sage, wenn ihr mir zwei dieser jungen Fluchbrecher für eine Weile überlasst. Okay. Klang so ein bisschen spezifisch. So, oh, ich hätte gern so zwei knackige Fluchbrecher. Ein neuer Auftrag ist in der Nähe verfügbar. Alles klar. Machen wir das. Oh, guck mal, wie hell das gerade ist. So, was auch dieses Pluszeichen. Weiß immer noch nicht, was das ist. Ich nehme mal das Respekt oder irgendwie so was. Ne, haben die ja gerade gesagt. Oh, die sind okay. Warte mal, was? Hauptaufträge, abgeschlossene Aufträge. Warum sind wir genau rot? Beweg dich nicht. Das macht es nur schlimmer. Hey, willst du? Du da! Lauf nicht einfach vorbei! Kannst du mit dem Schwert da umgehen? Ach, natürlich. Ich wette, du bist ein Söldner oder sowas. Jetzt fragt sich nur, bist du bereit, es zu benutzen? Eine Herde edler Chocobos braucht nämlich Hilfe. Chocobos. Ganz genau. Wilde Vögel? Na, die großen? So wieder neben mir. Nicht nur irgendwelche Chocobos. Weißherz und ihre Herde sind die mutigsten Geschöpfe, die es gibt. Sie beschützen Reisende vor Banditen und anderem Gesindel. Chocobos bekämpfen Banditen? Es ist wahr. Erst gestern haben sie mich vor einer ganzen Bande gerettet. Brutale Kerle waren das. Und jetzt sind sie zurück und wollen Rache nehmen. Komm schon, steh da nicht einfach rum. Geh und hilf ihnen. Na gut. Na gut. Du bist ein guter Junge. Wo finde ich diese Chocobos? Vorhin haben sie den Weg da drüben gekreuzt. Die elenden Bastarde wollten die armen Dinger wohl zum alten Dock scheuchen. Das ist eine Sackgasse. Rette Weißherz und ihre Herde, hörst du? Einen kühneren Vogel gibt es nirgends. Für uns hier ist sie eine Heldin. Und keine Sorge. Du erkennst sie schon, wenn du sie siehst, ganz sicher. Wenn du das sagst. Dann viel Glück. Was soll ich denn bitte schön mit dem Namen Weißherz anfangen? Schon etwas genauer sein. Ich bin nicht. Clive ist nicht so der schnellste, habe ich so gefühlt. Wir brauchen ein größeres Schwert. Dann nehme ich meins. Nein, du voll. Okay. Sankt Chill wieder bei uns, ja, ne? Weißherz. Ungewöhnlich für einen Chocobo. Ich nehme an, das soll ja auch nur ein Spitzname sein. Was meinst du mit ungewöhnlich? Hatte der nicht einen weißen Chocobo? Das ist ganz offensichtlich ein weißes Chocobo. Und er hatte wortwörtlich ein weißes Chocobo, ne? Ambrosia oder wie auch immer, wie hieß, ne? Ich war richtig. Ja. Ich wollte jetzt diese harmlosen Viecher da erledigen. Hätte ich nie mehr, hätte ich nicht weiterleben können mit diesen ohne Fehler, mit diesen Verbrechen. Eine weiße Feder. Ich dachte, Ambrosia wäre die einzige. Ist das Ambrosia? Tapfere Vögel. Sie sind wohl da lang. Ah, treffen wir jetzt unseren Chocobo wieder. Ich hatte sogar recht. Der so heißt. Also was hier?
Donnerwetter. Okay. Kein Problem. Ich wollte ehrlich gesagt nur so ein paar P hier hochheilen. Meine Verwandlung. Diese Chocobos scheinen sich wehren zu können. Okay. Weil wir haben auch schon irgendwelche gekämpft, ne? Was denn? Du bist umzingelt, Federchen. Du hast wohl gedacht, du wärst uns los, was? Wir hatten mächtig Ärger wegen dir. Aber irgendwer wird uns jetzt schon gut dafür bezahlen, deinen Kopf an seine Wand zu hängen. In dieser Gegend eher nicht. Was? Ach, wie kommst du darauf? Weil sie für die Leute hier eine Heldin ist. Tut ihr ihr weh, dann tue ich euch weh. Ah, das confirmed irgendwie jetzt nur noch weiter, dass sie irgendwann sterben wird. Weil ich nehme an, diese Mission könnte man irgendwann später nehmen, ne? Und Torga wird wahrscheinlich die ganze Zeit überleben, weil Hunde sterben nie in Rollenspielen. Weil jemand so gute Jungs sind. War ich da gerade? So, helf mir! So, war schon. Was? Ich tue ihn jeden Tag aufladen. Nein, wollte ich nicht. Den wollte ich. Nein, stechen. Oh Gott. Au. Kann ich mal aufstehen? Ach, hat sie die Schokobos. Jäger. Ach ja. Wird schon gebrochen, ja. Nein, falsches Ding. Ich habe schon gedacht, warum greift denn der nicht an? Ja, schön auf Eis mit den aufkloppen bitte. Nein, der Timing schon wieder nicht hingekriegt. Boah. Oh, in der Luft. Klimper, klimper, klimper. Banditenbezwungen. Schön. Okay. Jetzt ist alles gut. Du bist ja gleich Chocobo, ne? Das Herz nehme ich an. Kennst du sie etwa? Diese Narbe. Das kann nicht sein. Ja, okay.
Ja, was denn? Das ist ein bisschen sehr komisch. Ne? Erst finden wir unseren Hund wieder, unseren Schokobo. Ambrosia. Du bist es. Du hast überlebt. Und du hast jetzt deine Herde. Können wir auf dich reiten? Hey, hast du es geschafft? Ich dachte, ich schau mal, ob du zurechtkommst. Oh, du hast die Schweine also erledigt. Ich wusste es ja. Und die ganze Herde hat nicht einen Kratzer. Glücklicherweise. Und nicht nur das. Aber wir haben ja schon gewusst, dass das noch im Leben ist, ne? Aber ja, letztens diesen Chart da hier freigeschaltet haben mit all den Charakteren. Und da stand nichts von Ambrosia verstorben, ne? Und da, ja, da war schon so ein kleiner Spoiler, ne? Ich glaube, ich sollte da nicht reinschauen. Gewesen sein könnte. Aber natürlich passt sie zu einem tapferen Kerl wie dir. Unsere gefiederte Freundin muss sich einiges von ihrem Herrn abgeschaut haben. Sie ist genauso heldenhaft wie du. So ein Schokobo kostet aber eine ganze Menge. Bist wohl ein Adliger, was? Also, ich... Entschuldige, ich wollte nicht aufdringlich sein. Egal wer du bist, du hast mir geholfen. Was ist denn? Sie will ihren Herrn zurück, schätze ich. Nice. Na bitte, ihre Freunde sind einverstanden. Wirklich? Du kommst mit mir? Na also, wenn das mal kein rührender Anblick ist. Ich muss es heute Abend den Jungs im Federbett erzählen. Oh, warte hier kurz auf mich. Ja, hab ich mir schon gedacht. Oh, was hat mein Chocobo Drip? Eine Augenklappe. Dass sowieso nichts mehr auf der Seite sieht. Steht dir wirklich ausgezeichnet, oder? Gott, das auf der linken Seite sehen wir nichts. Was schulde ich dir? Ach, das bisschen Leder gebe ich Weißherz doch gerne umsonst. Natürlich bin ich traurig, dass sie uns verlässt, aber niemand verdient es mehr, als sie ihr Glück zu finden. Keine Sorge, wir schaffen das schon alles auch ohne sie. Hörst du, Weißherz? Du hast dir eine Abwechslung verdient. Viel Spaß beim Reisen mit deinem Herrn. Quay. Jetzt, wo ich dich richtig ansehe, kommst du mir aus irgendeinem Grund bekannt vor? Genau! Als diese Chocobos meinen Wagen umgeworfen haben, warst du... nein, das kann nicht sein. Das war damals ein Träger. Vielleicht mein Doppelgänger. So wird's sein. Ach, der Typ ist das. Diese ganze Aufregung tut mir nicht gut. Ich bin ja schon völlig wirr. Wir sehen doch genau gleich aus. Du hast diese komische Narbe an der Backe. Normalerweise Träger ihr Tattoo haben. Die Leute echt so blöd. Bleib erstmal bei deiner Herde. Ich rufe dich, wenn ich dich brauche. Okay. Auftrag abgeschlossen. Ein ritterlicher Piepmatz. Sehr nice. Ambrosias Sattelzeug. Schokobo freigeschaltet. Aber haben wir auch das Schokobo-Thema?
Nach 18 langen Jahren sind Clive und seinen Reitvogel endlich wieder vereint. Ich halte R3, während du dich in einem Freien befindest, um am Bus ja beizurufen, um X aufzusteigen. Sehr geil. Hey, wie geht's, ne? Das Glück dieser Erde. Pfleg, Ambrosia. Oh, da ist auch schon wieder sehr Widerstand. Okay, das ist auch cool, ne? Boah. Wir haben voll AP, also weil wir hochgelevelt sind, ne? So, Großhorn. Oh, das macht der 30 noch sehr viel angenehmer. Ah, Angel ist auch auf dem Chocobo. Ich kann sogar springen. Schon gewundert, weil er da nicht angezeigt wird. So, macht der Kunde noch sehr viel angenehmer, würde ich sagen, ne? So kann ich dann irgendwie durch die Gegend rennen und dann gucken, ob ich irgendwie... Ja, ich kann sogar Gegner angreifen damit. Sehr geil. So habe ich die Quest gemacht, ne? Warum sollte ich die nicht machen? Okay, wir gehen aber jetzt erstmal zum Versteck zurück, weil mehr ist hier jetzt nicht, ne? Und dann gucken wir mal, ne? Wo gafft denn der jetzt überall rum? Gav sollte eigentlich schon zurück sein. In Rosaria soll Post. Hm. Ah, da ist er. Wer sagt mir, du hast eine Augenklappe? Hab ich dein Lächeln vermisst? Ich meine, wir haben ja schon gesehen, ein Bild von ihm, ne? Aber ich hätte gedacht, vielleicht wäre noch ein outdated Bild irgendwie. Und nicht abgedatet. Raue Schale, weicher Kern. Nun setz dich, du Esel. Also. Das Kaiserreich ist doch nach dem Erlöschen von Drachenkopf sofort im Dominium eingefallen. Und alle anderen Länder haben sich in den Arsch gebissen, weil sie nicht zuerst auf die Idee gekommen sind. Ein halbes Jahrhundert Unabhängigkeit und dieser Verrückte schnippt einmal mit den Fingern. Bei der Menge an Kristallen und Land ist wohl selbst seiner Heiligkeit das Wasser im Mund zusammengelaufen. Jedenfalls hat die Republik endlich beschlossen, selbst aktiv zu werden und unter dem Vorwand der Befreiung Sanbrek den Krieg erklärt. Jetzt belagern sie das Kristalldominium, um die Kaiserlichen auszuhungern und zur Kapitulation zu zwingen. Und nun schauen alle auf die Straße von Uta. Die einen kämpfen bis aufs Messer, während die anderen es wetzen, um den geschwächten Sieger zu stürzen. Niemand wird uns kommen sehen. Wir nehmen uns die Mutterkristalle vor. Dann essen wir sie. Vier Mutterkristalle sind noch übrig. Drachenhauch auf Eisenholm. Drachenfang in Dalmekia. Drachengrat in Valut. Und Drachenschweif. Hier im Kristalldominium. Der Großteil der dalmekischen Armee wird schon nach Tichasia marschiert sein. Das heißt, wir knüpfen uns Drachenfang vor. Genau damit wird Hugo Kupka rechnen. Wenn uns die letzten 5 Jahre etwas gelehrt haben, dann, dass er gerne fallen stellt. Uns absolut niemand erwarten. Die einmarschieren. Das
Dazu müssten wir aber übers Meer und ich war nie ein besonders guter Schwimmer. Ich kenne jemanden in Port Isolde, der uns helfen könnte. Und das wäre? Mein Onkel. Byron Rossfield. Lord Byron Rossfield, der sieben hohen Häuser? Der stinkreiche Kaufmann mit den zig Besitzungen? Moment. Rossfield. Du bist ein Rossfield, natürlich. Was? Sein Name hat ihm sicher Türen geöffnet, doch sein Scharfsinn verhalf ihm zum Reichtum. Und zu einer ansehnlichen Flotte. Was habt ihr euch die letzten 5 Jahre eigentlich unterhalten? Na, klingt nach einem Plan. Worauf warten wir denn noch, ne? Hä? Wir sind echt nicht so gut im Reden, ne? Wenn sie sich nicht mal so ausgetauscht haben über den Nachnamen und so. So, soll man jetzt irgendwie sagen, neue Sachen. Otto's Theke freigeschaltet. Da sind bestimmt jetzt hier über die Monster, ne? Folgende Einrichtungen sind jetzt im Versteck verfügbar. Können aus dem Land zum stillen Stifter das Jagdbrett. In der Tat. So, schon wieder warten wir. Schon wieder neue Aufträge. So, passt. Und der Erinnerung, da ist auch irgendwie am Leuchten. Meinst du, den können wir streicheln? Was auf der frisst Kinder. Was uns Schokobo heißt. Er sagt irgendwie so sehr viel über deren Beziehung aus, wenn die sich per Briefe unterhalten, anstatt irgendwie normal. Oh, oder? Ah, guck mal. So, wenn wir jetzt die ganzen Sachen da ein. Das wird Handy-Zeitalter, ne? Anstatt irgendwie miteinander zu reden, tun sich die Gegner, die Leute mit den Handys hier gegenüberstehen. Genau so läuft das heute ab. Whoop, Vorsicht. Ich würde jetzt eigentlich nur so eine Jagd hinterher reinschieben, ne? Aber jetzt, wo jetzt irgendwie. Ich schien mir immer ein guter Mensch zu sein, wenn auch ein wenig. Naja, stand es ja so verdächtig, deswegen habe ich gedacht. So, ach, das ist den ganzen Weg da oben. Ich werde jetzt eigentlich nur so eine Jagd oder so hier reinschmeißen, ne? Aber, boah, wie komme ich denn da hin? Aber jetzt, wo ich so die Quest hier noch erstmal finden muss, ne? Nehmen wir die erstmal an, ne? Weil die haben so ein ganz klein wenig Vorrang, würde ich sagen. Es hat unbedingt am weitesten Ort aller Zeiten sein. Nicht mehr lange, Martell. Bald werden sie deine Äpfel probieren. Oh, die. Stimmt, den hatten wir da auch schon mal, ne? Zu sprechen. Alles in Ordnung? Ja, es ist nur, nun, wie du weißt, versuchen wir hier unten Obst anzupflanzen. Schön, dass uns das aus dem alten Versteck geblieben ist. Martells ganzer Stolz. Es war nur ein Sprössling, den sie aus den Trümmern gerettet hatte. Doch nun sie. Wir haben wortwörtlich den ganzen Garten mitgenommen. Zahlt sich endlich aus. Nehmt Chaos. Umgekümmert, nachdem sie, naja, gestorben war. Und jetzt sind die Früchte endlich reif. Und nicht nur das, sie sind richtig lecker. Süß, wie sie jeder mag. Ich dachte, ich wäre der Erste, der probieren soll. Beeindruckend. Die Neuigkeit wird sicher viele hier freuen. Ich finde, die erste Ernte sollten die Fluchbrecher bekommen. Für alles, was sie fürs Versteck tun. Kannst du ihnen bitte welche bringen? Ist am besten, wenn du das machst.
Warum nicht? Wäre schön, noch mal gute Nachrichten zu überbringen. Ah, vielen Dank. Die Fluchbrecher lagen mir immer besonders am Herzen. Sobald sie versorgt sind, soll jeder einen Bissen abbekommen. Bitteschön. Die Sorte soll Martell heißen, damit wir sie nie vergessen. Hast du gehört, Martell? Heute ist es endlich soweit. Okay. Martells Äpfel, 2 Stück, alles klar. Ich dachte, ich muss hier einen ganzen Vorrat von denen abliefern. Okay, oh, die sind sogar im Versteck. Alles klar. Ich spuck die direkt aus. Puh. Gehen wir lieber ein paar Granny Smiths. Die sind schön sauer. Boah. Ich würde mir gerne so ein paar Schnellreisepunkte hier wünschen, ne? Weil das Versteck ist ja ganz schön groß, ne? Hier rumzulaufen, oh. Das ist jetzt schon ein Albtraum für mich. Aber da gewöhnt man sich wahrscheinlich dran, ne? Das ist wie mit dem Somniel. Feiern bleiben. Da kann man schon mal irgendwie so ein Quiz annehmen. Dann beim nächsten Mal kann man. Fabian Fluchbrecher. Ihr zwei seht aus, als hättet ihr Hunger. Hier. Mit besten Grüßen von Martell. So. Gebe ich den beiden jetzt gerade nur einen Apfel. Martell. Den Namen kenne ich doch irgendwoher. Das war doch die Gärtnerin. Verflixt, du hast recht. Etwas seltsam war sie. Vernarrt in ihre Pflanzen. Ja, und tapfer war sie auch. Sie ist doch wegen der Pflanzen zurück ins Versteck gelaufen, als Titan angegriffen hat. Moment. Sind das etwa Äpfel von den Pflanzen? Das gibt's ja nicht. Sie wäre stolz darauf und das zu Recht. Danke, Sid. Aber nicht alle hatten so viel Glück. So, oh, hier ist noch einer direkt. Es klingt, als wäre es da draußen nicht mehr sicher. Quarantäne. Ein Geschenk aus dem Garten. Für dich. Hier, hau rein, Alter. Es ist nicht nur ein Apfel. Mensch, da kommen Erinnerungen hoch. Ich habe keinen Apfel mehr gesehen seit... Nur der alte Sid hat die sauren Dinger vertragen. Er hat sie direkt vom Baum gepflückt. Zum Ärger von Martell. Aber wer konnte schon lange wütend auf ihn sein? Klingt nach dem Sid, den ich kannte. Ihr hattet wohl vor, die alle für euch zu behalten, was? Moment. Sind das etwa Martells? Ich bin froh, dass jemand ihre Arbeit weiterführt. Es war sicher nicht einfach für sie im Totenland. Martell wäre sicher glücklich zu wissen, dass ihre Arbeit Früchte trägt. Clive, sag unten im Garten Bescheid, dass sie mir auch welche bringen sollen. Ach, nicht mal ein Dankeschön. Nun, ich habe gute Manieren. Danke, Sid. Du kannst den Korb hier lassen. Ich gebe den anderen was ab. Oh, und richte dem Gärtner Grüße aus, ja? Mach ich doch gerne. Die werden verteilt. Ich sollte zurückgehen und dem Garten die Grüße ausrichten. Oh, lass mich mal hier kurz einen Abstecher machen. Ist was für dich dabei? Keine Aufträge verfügbar. Bestimmt bald was Neues rein. Was bist du? Hallo Clive. Willkommen beim Stillen Stifter. Dem Stillen Stifter? Heißt das, es kümmert sich jetzt jemand anderes um die Spenden unserer Freunde? Oh nein, das mache immer noch ich. Ich dachte nur, Charon hat ihr Bütchen, Schledern seinen Amboss. Da wollte ich auch gern einen netten Namen. Ich führe weiterhin Buch über jedes Geschenk, das im Versteck eintrifft. Außerdem sorge ich dafür, dass du alles erhältst, was an dich persönlich adressiert ist.
Möchtest du nachsehen, ob gerade etwas auf dich wartet? Okay. Kommst du, um den Lohn für deine Mühen einzufordern? Das Abschließen von Nebenaufträgen, Cliff Room. Von was anonyme Gönner aus aller Welt dazu inspiriert, ihm Geld oder Gegenstände zur Unterstützung seiner Sache zukommen zu lassen. Okay. Muss ich die jetzt alle eintauschen? Respekt. Kann ich mir jetzt nur eins von denen aus? 400 Fertigkeitspunkte, was? Ja. Hier, bitte. Ne, aber da ist, ich muss so viel erreichen, okay. Bitte schön. Das hast du doch schon abgeholt. Ich fürchte, das habe ich noch nicht da. Berserkerring. War's das? Okay. Oh, dann habe ich jetzt 2000 Fertigkeitspunkte. Dann kann ich meine Limitleiste noch mal erhöhen. Ich muss ja, ja gerade so noch, ne? Meistern. Ich weiß, ich werde die eigentlich nie wirklich komplett füllen, ne? Aber wäre, glaube ich, besser, ne? Die komplett gefüllt zu haben. Dann schauen wir hier noch mal vorbei. Ja, da bist du, Jakobo. Ich wollte dich schon suchen gehen. Worum geht's, Nektar? Darum geht's, Kopa. Schlagen die Fluchbrecher Aushänge an, wenn sie besonders gefährlichen Kreaturen begegnen, die sie vom Erfüllen ihrer Missionen abhalten. Schließlich lässt sich mit der richtigen Planung jede Gefahr anpacken. Wolltest du das wissen? Nein, das wusste ich doch schon, Eiskopper. Deshalb brauche ich deine Hilfe, Kupo. Wie du weißt, bin ich der mächtigste Mobi weit und breit. Keine Bedrohung, Wald und Flur macht mir Angst, Kupo. Ich weiß nicht, aber nicht alle sind so tapfer wie ich, Kupo. Und deshalb möchte ich dich bitten, all diese gastigen Kreaturen aus dem Weg zu räumen, Kupo. Du hast schon recht, Nektar der Furchtlose. Die Menschen in Ballistea haben mehr als genug Sorgen. Die Fäule, der Krieg. Das Letzte, das sie brauchen, sind wilde Bestien, die ihnen das ohnehin schon schwere Leben zur Hölle machen. Wenn die Fluchbrecher also keine Zeit haben, sich ihrer anzunehmen, dann werde ich es tun. Oder zumindest werde ich es versuchen. Oh, vielen Dank, Kupo. Du hast ja keine Ahnung, wie froh ich bin, mir erst endlich hier zu, anstatt nur mit dem Bommel anfassen zu wollen, Kupo. Und keine Sorge, ich bleibe hier am Brett und behandle genau das im Auge, was die neuen Informationen rankommt. Wenn du Fragen hast, dann bla bla bla. Okay. Wo ich über schreckliche Bestien in die Gegend unsicher machen werden, am Jagdbrett ausgängen. In Hoffnung, dass sich furchtlosen Helden wie Clive die Sache annehmen und diesen berüchtigten Gefahren den Chaos machen. Okay, mit mir sogar hier so angezeigt. Der Engel des Todes. Muss ich das annehmen oder ich muss mir merken, ne? Oh. Sonnenfahrt, Sambrek, der gebrochene Griff, Rosaria. Hm. Fratzenteufel. Da kümmern wir uns das nächste Mal drum. Ja. Bist du für einen meiner Vorträge hier? Was möchtest du denn wissen? Ist jetzt hier wieder was geändert? Bitte, nur zu. Die Lage der Welt ändert sich stetig, Clive. Gut, dann geben wir noch die Mission ab, ne? Dann sind wir ja fertig und beim nächsten Mal würde ich sagen, kann man ja starten mit diesen Kopfgeldaufträgen, ne? Und dann machen wir in der Story weiter, ne? Klingt ja nach dem Plan. Ja, ne? Ich nur beim Amboss hier so vorbei schon. Sind da jetzt neue Sachen? Wieder zurück. Und was darf sein? Ich glaube, ich habe nichts, ne? So eine Sache. Man kann gar nicht links hier hochleveln, diese Accessoires. Unterwesten Kettenglied.
Gibt's irgendwas, was ich 1 Million mal hab? Ja, das ist das falsche wieder. Okay, gehe ich überhaupt richtig? Ja. Gott, ja, mal zum Garten. Da muss ich mir merken, wo ich diese Viecher immer finde. Okay. Aber wird aber nicht so schwierig sein, ne? Ich kann ja auch schon offscreen irgendwie nach denen suchen, ne? Und nicht immer so reinschalten, so. Boah. Die Fluchbrecher senden ihren Dank und ihre Grüße. Sie hatten nur Gutes über Martell zu sagen. Sie erinnern sich an sie? Nach all den Jahren? Aber ist wohl kein Wunder. So nett wie sie war. Sogar zu einem stammelnden Tollpatsch wie mir. Du wirst vermisst, Martell. Warum musstest du nur sterben? Sie hat für ihre Arbeit gelebt. Sie wollte nicht aufgeben, ehe wir süße Früchte genießen können. Und das tun wir nun. Als sie gestorben ist, habe ich einen Setzling nach ihr benannt. Nun ist er ein prächtiger Baum. Martell lebt weiter. Durch ihre Früchte. Und durch dich. Auch ihr Traum wäre gestorben, wenn du nicht gewesen wärst. Darauf kannst du stolz sein. Ich, hab nicht wirklich viel getan, aber Dankeschön. So viel Nettigkeit habe ich nicht verdient. Übrigens, Otto hätte gern ein paar Äpfel. Und ich wäre auch nicht abgeneigt, falls das nicht zu viel verlangt ist. Natürlich nicht. Ja, er dauert dann eigentlich, bis so ein Apfel wächst. Sie mögen dein Obst, Martell. Ja, eine gute Frage, wie lange braucht ein Apfel zum Wachsen? Es ist an der Zeit, dass wir dir ein paar Geschwister einpflanzen. Ich tue euch mal alle ein bisschen erleuchten. Martells Äpfel. Oh, kann den Clives Zimmer betrachtet werden. Wie lange bis ein Apfel wächst? Wie wächst? Nein, nicht wie wächst ein Apfel. Oh. Der hat schon wieder Autokorrektur gemacht. Ey. Nein. Bis zur ersten Hand kann es bis zu 7 Jahre dauern. Außerdem braucht der Apfelbaum eine Bestäubersorte. Wenn keine andere Apfelsorte in der Nähe ist, wird der Baum keine Äpfel tragen. Ja, das ist eine Menge. Schnell wächst ein Apfel. Ja, und ich werde jetzt ja nicht stehen nach Google, ne? Deswegen lassen wir halt jetzt, ne? Also ein paar Jahre, ne? Habe ich mir schon gedacht. Na gut, dann würde ich sagen, beim nächsten Mal. Ich würde sagen, den nächsten Part starten wir mit so einer Mission, ne? Muss ich eigentlich hin so? Da wird mir halt hier irgendwie so angezeigt, nee, ne? Oh, ich kann mich gar nicht nirgendwo. Okay. Wieso? Okay, anscheinend kann ich mich nirgendwo hinbewegen, ja? Außer hier hin. Okay, so viel dazu. Gut, dann würde ich sagen, müssen wir in der Story nächstes Mal weitermachen. Ich denke, so anders hin kann. Alles klar. Dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo oder ein Kommentar unter diesem Video. Und dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Sagt Sid.